Heyo Monsterfreunde, da sind wir wieder. Eine weitere Folge Fizibis Monster und heute ohne Imba. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Treibt sich irgendwo im Real Life rum, schätze ich mal. Ja, Thema Fusionsgenerator. Da haben wir so ein kleines Problem. Denn das zählt, glaube ich, unter Reaktorcraft. Das hat was mit diesen Turbinen zu tun, wovon wir ja schon ein Stack hatten. Dazu brauchen wir aber auch noch Generator-Housings, die hier nicht auftauchen, und irgendwelche Generator-Windings, die hier auch nicht auftauchen. Wir können mal unter Generator. Das ist so, genauso wie wenn ich jetzt, ne, das reicht nicht. Turb eingebe, das ist ne, das Turbinenhousing, was wir für die Big-Reaktors haben. Kann ich ja mal unter Housing gucken. Da haben wir diesen Preheater, das ist das Bauteil, wo unser Plasma drin erzeugt wird. Hier ist das Turbinenhousing, das ist ein Framehouse für ein, sieht fast aus, ja, wie ein El für ein Avery. Das ist wie eine andere Turbine. Keine Ahnung. Und das sind, ja, die Hüllen für die ME-Bausteine, für die Speicherzellen. Das heißt also, das Ding ist vollkommen, ich würde jetzt nicht sagen umsonst, weil umsonst war es ja nicht. Es waren 2 Wochen harte Arbeit und Nerven und hauptsächlich Lodestone und endlos Eisen, was wir verbraten haben. Ja. Ganz toll, würde ich sagen, ganz toll. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie nachbasteln können. Diese Bausteine, dass wir wenigstens die Energie von dem Fusionsreaktor auch irgendwie nutzen können. Das wäre natürlich sinnvoll. Ansonsten haben wir das Teil vergebens gebaut, würde ich behaupten. Ja, unsere Turbine fährt langsam gerade wieder hoch. Das Öl ist mal wieder ausgegangen. Es ist leider so. Hier ist noch eine, ja, eine Transfer Node mit Liquid-Eigenschaft drin. Die pumpt gerade mit, ja, 3 Stacks 20 Speed-Upgrades in diese Turbine rein. Und die, wie man sieht, sie produziert 3360 RF pro Sekunde. Es ist natürlich genial. Warum hier Wasser drin ist, ich habe keine Ahnung. So, und dann habe ich auch schon, hoppala, so gestern noch so ein bisschen rumgebastelt und ja, habe ich mir gedacht, jo, das sieht schon nicht schlecht aus. Irgendwelche 44 Millionen MJ, das geht. Das geht aber noch besser. So, hier noch ein paar und hier noch ein paar und hier noch ein paar. Und dann hier noch so ein bisschen die Wandverkleidung und da. So, von 44 hoch auf 57 Millionen. Ja, okay. Das ist schon nicht schlecht. Das geht aber wahrscheinlich noch besser, denn das soll ein 4x2, hoppala, schon wieder runtergefallen. Also. Ich bin einmal 3 in der Mitte und rechts und links jeweils 2. Und die Turbine ist ja auch 7 breit, also ist das Ding auch 7 breit und 7 lang. Ein 7 mal 7 mal 4. Das heißt, 49 mal 4, 50 mal 4 sind 200, minus 4 sind dann irgendwelche 196. Ja, das geht schon, ne? Würde ich sagen. Und hier kriegen wir immer noch Plus. Das ist so genial, weil hier saugt ein kleiner Tesserakt. Man kann hier so diese Sache umstellen. Das ist Input, das ist Output. Ich weiß nicht, was das hier ist. Dass er gar keine Verbindung hat. Das könnte natürlich sein. Auf jeden Fall saugt dieser kleine Tesserakt
an dieser Zelle. Und das wiederum, das ist noch eine andere Zelle, aber die hat allein auch schon 31,5 Millionen. Vielleicht bauen wir die auch ab und setzen die mit unten drunter hin. Auf jeden Fall dieser kleine Tesserakt, der da unten ist, diese Engines sind total überflüssig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Ich habe schon unseren, ja, Maschinenraum. Das ist ja gar kein Maschinenraum mehr. Doch, es ist schon Maschinenraum, aber da, wo wir unseren MJ, unser MJ, was wir hier im öffentlichen Bereich haben, das ist eigentlich schon, fällt schon komplett weg. Oh, jetzt habe ich natürlich wieder was gemacht. Turbinenstrom. So, dieser kleine Tesserakt saugt an der Energiezelle unten, an der Powerbank und ja, stellt die Energie für unsere Ölproduktion her. Ich möchte auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, habe ich das Ding eigentlich schon mal gebaut? Ich habe das auf jeden Fall mal in Ultimate gebaut. Wir haben ja hier sowas genannt Lava Fabricator. Das Ganze gibt es auch noch für Öl. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Warum seid denn ihr? Weil hier nichts mehr. Okay, verstehe. Ja, es. Ja, das ist. Ja. Okay. Lass mich kurz überlegen. Wir müssen nach oben und dann wollen wir hierhin. Es ist auch ganz wichtig, dass man diese Turbinen am besten mit einer Spitzhacke abbaut, die vielleicht auch Sake Touch hat. Denn Problem ist, macht man das nicht, speichert die ja den Steam innerlich und dadurch ist jede Turbine, die stacken sich dann nicht mehr, die laufen dann einzeln. Und das ist natürlich Kacke. So, Oil. Oil als Fabrikator. Was haben wir hier? Ne, Stack Boiler wollen wir nicht. Was ist denn das? Tesla Coil. Ah, okay, was ist das? PlayStation Boiler, Converts, Food to Hut. Aha. Was ist das? Ne, das ist Kacke. Das ist ein Kacke. Den. Ja. So. Dazu brauchen wir TNT. Wir haben TNT, aber wir haben das. Wir haben die Machine Frames nicht. Ist ja lächerlich. Ja. Okay. Das war wieder so klar. So und so und rein damit. Und dann so und so und. Ich weiß gar nicht. 6 Stück? Könnten für den Anfang ja vielleicht ausreichen. So, diese Ölfabrikatoren. Ich möchte am liebsten, was aber eigentlich nicht funktionieren dürfte, ist, dass die Ölfabrikatoren so viel produzieren, dass ja, sich diese Turbine selbst am Leben erhält. Das wäre natürlich spitzenmäßig. Und ich müsste hier vielleicht mal irgendwie eine Chest. Habe ich hier noch ein. Ich habe hier so noch ein Signal. Haben keine Chest mehr. Warum nicht? So. Dann müsste das ja eigentlich alles verschwinden. Das würde ich auch gerne pumpen, aber. Also, hier kommen. Dann bräuchte ich ja noch einen Tesserakt, wa? Pass auf, machen wir es so. So und so. Ich habe ja glücklicherweise hier noch einen Tesserakt gefunden. Oh, jetzt wird es aber duster hier. So. Dann kommt hier der Tesserakt hin.
Das sind Fluiducts. Die kommen hier oben drauf. Und dann haben wir hier Redstone Energy Cells. Na. So. Du wirst das und du gehst auf Turbinenstrom. Das sind 16.000 RF pro Tick, oder was? Dann müsste das ja hier oben jetzt ganz klar weniger werden, ne? Oh. Okay, das wird auf jeden Fall weniger. Der füllt sich. Warum füllen sich die anderen nicht? Das ist auch sehr schwach. Da füllt sich auch kaum was. Also füllt sich jetzt erst der zweite was. Aha. Ja, ob das so ein guter Plan war? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall werden wir, möchte ich davon gerne noch mehr Turbinen haben. Ich möchte hier noch eine haben. Ich möchte hier noch eine haben und ich möchte hier noch eine haben. Weil wenn wir die dann auf Spitzenleistung kriegen, dann könnten wir daraus ungefähre 28.000 RF pro Tick kriegen. Mit 28.000 auf 4 Stück sind wir bei 80, 100, 104, 104, 32, 64, 96 und haben immer noch Plus. Dazu brauchen wir allerdings 4 Turbinen, die haufenweise Steam fressen. Und mal gucken, ne? Ja, so langsam kommt dann, glaube ich, auch via Steam hier rein. Ja, so ganz, ganz langsam. Wir produzieren aber auch nur aktuell 5.000. Ich habe die aber auch schon auf 28.000 gesehen, also ist es ja nicht... Irgendwo knuspert hier gerade was. Ja, das heißt, wir brauchen einen Filler. Haben wir noch einen Filler? Haben wir noch einen Filler? Haben wir einen Filler? Phil. R. So. Brauchen wir noch einen Landmarks? Dann können wir das Projekt ja gleich schon mal starten, würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also zwei nach innen. Zwei nach innen. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Möchte ich da unter? Da unter möchte ich auch noch was haben eigentlich. Das heißt also, ich muss eigentlich ganz nach unten gehen, ne? So, hoppala. Das war ich nicht. So. Und dann. Ups. Ich brauche hier mehr Licht. Sonst seht ihr nichts und ich auch nicht. Na. Wo? Wo willst du mich nerven? Da ist was zum Ärgern. So. Und dann müssen wir das Ganze nochmal vielleicht nach oben machen. Dann geht der jetzt auch nach unten. Ah, hervorragend. So.
Da die Dinger ja echt gerade am Fressen sind, sage ich mir einfach mal nö. Schwuppdiwupp. Das brauche ich keiner mehr. Ey, wo ist er hin? Irgendwo weit weggeflogen. Schade. So, ich hätte gern, dass du das alles löscht. Und das mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Bitte. Da war was. Geil, oder? Hoppala. Ich glaube, das war so schnell, dass er immer noch Items jetzt ja, mehr oder weniger verlieren konnte. Oh, cool. Die nehme ich auch. Ist ja noch irgendwas, was er hier verloren hat? Da. Schön. So, dann würde da nämlich unser nächstes Häuschen hinpassen. Vielleicht hätte ich noch einen weitermachen sollen und dann mir. Ja. Naja. Vielleicht. So. Hier müssen wir drei rein. So. Ich glaube, das machen wir hier aber nochmal. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Diese Fläche ist eh gemacht. Und hier habe ich gesagt, müssen wir drei rein, also gehen wir mal vier rein. Wenn das nicht so ein Scheißstein wäre. So. Vier. Einmal. Achso. Zweimal. So. Dann nach oben. Ganz schlecht, würde ich sagen. Ganz, ganz schlecht. Ja, das ist natürlich doof. Ist natürlich mega doof. Das kommt weg. Das muss weg. Steam produzieren wir auf jeden Fall anders. Okay, dann machen wir es halt anders. Hallo? Also, dann gehen wir hier mit einer Fackel rein. Achso, ich muss ja erst was anderes machen. Gehen. Das sind dann drei, die ich dort reingehe. Eins, zwei, drei. Das müsste so auch gehen. Jawohl. Dann unten drei. Warum Gravel? Warum zur Hölle Gravel? Dann können wir die beiden ja auch noch wegmachen. So. Und so. Ist das richtig? Ist das korrekt? Dann fehlt mir noch einer, oder? Oh, du sollst nicht mal alles schlucken, ey. Das gibt's doch gar nicht. Will ich hier nochmal eine setzen? War ich mir jetzt auch nicht so sicher. Och nein. Ey. Gibt's doch gar nicht. So. Und da schluckt das Ding wieder meine Landmarks. Das ist natürlich auch super. Anscheinend müsste die Kiste ja voll sein, ne? Ne, die Kiste ist irgendwie. Ah, okay. Haufenweise anderes Zeug noch drin gewesen. So. Clear. Und. Attacke. Crazy shit. Hoppala.
Ah, guten Tag. Willst du nichts mehr aufheben? Wenn du nicht willst. Also. Magst du das Zeug nicht, oder was? Ja, das kannst du haben, das kannst du haben. Und das sowieso, das sowieso. Hier davon und davon ein bisschen noch. Na, bist du voll, wa? Ja, war ja klar. So. Dann können wir zumindest diese Turbine schon mal anfangen. Dafür hätte ich aber auch gerne eine Steinwand, ne? Dann. So. Einmal. Also natürlich doof, wenn es dann wegfällt, ne? Irgendwie. So. Zweimal. Dreimal. Ah, schon nicht. Kalack. Das passt. Warum kommt mir die andere nicht entgegengefallen? So. Und füllen. Mit was füllen wir dich jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen das Stein. Das war nicht, das war nicht. Turbine, Rotorshift, das behalten wir. Ich habe das Gefühl, ich kriege, ich würde sagen. Haha, nicht getroffen. Alter, gut gelöchert, Kollege, gut gelöchert schon. So. Zap, 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 zap. Sehr schön. Haben wir hier eine vernünftig aussehende Wand hochgezogen. Wenn ich jetzt noch ein paar Inverted Lamps hätte. Hat da. So und so. Sind das jetzt 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, da bin ich natürlich auch in der Wand lang gelaufen. Ja, das ist der Plan. So. Hoppala. Soll ja auch ein bisschen schick sein, der Raum, ne? Das weg, das hin. Schwupp. Zu schnell, zu langsam. Na, komm. So, ein paar habe ich noch gesehen gehabt. Naja, was heißt ein paar, ne? Ich sollte dann hier schon irgendwie so stehen. Hervorragend. Das gleiche soll natürlich dann auch nochmal hier hoch. Mal sehen. Mal sehen, vielleicht auch in den Ecken. Dann lasse ich mich noch irgendwie inspirieren. Schauen gerade nochmal, was die Bank sagt. Die Bank sagt, oh, erst 4 Stück. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Produktionskette machen. Oh yeah. Oh yeah. Ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns morgen wieder. Morgen werden wir hier weitermachen. Da werden wir vielleicht die zweite Turbine aufstellen. Und ja, bis morgen dann, ne? Ciao, ciao.